Es ist Abend geworden und Gott schenkt uns Zeit und Ruhe, anzuschauen, was in unserem Leben gerade ist, was heute gewesen ist, was wichtig war und was morgen vielleicht werden wird. Hier sind wir vor dem Altar in Salzdahelden und schauen die Figuren Jesu und Mose an und sehen alles, wofür sie stehen. Gott in Jesus und Mose schaut auf uns. Lasst uns gemeinsam beten. Gott, deine Gegenwart ist uns heilig. Wir kommen zu dir mit allem, was uns beschäftigt, und wir hoffen auf dich. Lass deine Kraft in der Welt spüren, darum bitten wir dich und wir danken dir für alles, was du uns schenkst. Du gibst uns Regen in dieser Zeit. Nahrung für die Pflanzen, die sie so dringend brauchen, Nahrung auch dann für uns, denn alles wächst aus dem Wasser, das du uns sendest und aus dem Boden, den du gemacht hast. Du erlöst uns und machst alles hell, Gott, wir danken dir dafür. Jeden Tag, wenn wir morgens aufwachen, dann sehen wir deine Sonne und sind dankbar dafür, dass es hell wird für uns. Am Licht deiner Auferstehung haben wir drei Kerzen angezündet. Die erste leuchtet für alle, die schwer krank sind, für alle, die ihre Krankheit aushalten müssen und sie auch aushalten können, weil sie Liebe spüren um sich herum und Menschen haben, die zu ihnen halten, oder auch, weil sie spüren, dass du ihnen Kraft gibst, durchzuhalten. Wir bitten dich um dein Erbarmen und singen gemeinsam: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Die zweite Kerze leuchtet für unsere Kinder, die in dieser Woche zur Schule gehen und sich so darauf gefreut haben und so aufgeregt sind. Sie leuchtet für alle Kinder, die das gar nicht so einfach fanden, wieder anzukommen im Schulalltag, und für alle, die sich mit ihren Freundinnen und Freunden schon so lange nicht mehr gesehen hatten, dass das Verstehen gar nicht so leicht war, dass sie wieder aufeinander zugehen mussten. Sende deinen Segen dazu, gib ihnen Kraft und lass sie sich daran freuen, dass jetzt wieder ein bisschen mehr Begegnung möglich ist. Wir bitten dich um dein Erbarmen und singen: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Die dritte Kerze steht für alle, die in dieser Zeit davon berichten, was passiert, für alle Journalistinnen und Journalisten und alle, die unsere Nachrichten machen. Jeden Tag aufs Neue kämpfen sie darum, dass wir Fakten geliefert bekommen und nicht nur Fakten, sondern Texte, die uns die Fakten erklären, die Sinn machen aus dem, was um uns herum geschieht. Jeden Tag wieder setzen sie sich dafür ein, dass die Nachrichten auch nachhaltig sind, dass wir Wahrheiten erfahren und daraus unsere eigene Wahrheit erkennen können. Sei bei ihnen, gib ihnen einen klaren Verstand und gib ihnen Kraft ins Herz, damit sie ihre Aufgabe weiter so durchhalten können, wie sie es zurzeit tun. Wir bitten dich um dein Erbarmen und singen: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. In der Stille bringen wir vor dich, was uns noch auf dem Herzen liegt. Für alles, was wir in dieser Stille vor dich gebracht haben, bitten wir dich um dein Erbarmen, Gott, und singen: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Jesus Christus, du hast uns gelehrt, wie wir beten können. Wir beten,
zu Gott, der uns ist wie Mutter und Vater, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.